Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordneten und Zuschauer am Livestream. Wir brauchen hier tatsächlich nicht mehr allzu lange darum herumzureden, denn Ihnen, liebe Vertreter der Altparteien, geht es ja sowieso nicht um Inhalte oder die Einführung von Bodycams für die Thüringer Polizei. Ansonsten hätten Sie nämlich im Sinne demokratischer Entscheidungsprozesse bereits in der 38. Plenarsitzung beide Anträge in den Ausschuss überwiesen. Das haben Sie nicht, und das, obwohl es dabei um ein besonderes, wichtiges Projekt geht, das enorm zur Sicherheit für meine Kollegen bei der Thüringer Polizei beitragen kann. Und es ist auch geeignet, die innere Sicherheit im Freistaat zu erhöhen. Zur Demokratie gehört nämlich auch, über solche Vorschläge zu debattieren, nicht nur hier im Plenum, sondern auch im Ausschuss. Und Sie wären es den Polizisten im ESD und in der BEPO schuldig gewesen, in aller gebotenen Breite über die Ergänzung des Polizeiaufgabengesetzes für die Einführung von Bodycams zu reden. Daher möchte ich noch mal kurz betonen, was in der Plenarsitzung hier zur Entscheidung anstand. Wir hatten auf der einen Seite, Sie können gleich reden, Herr Dittes, das ist kein Problem. Wir hatten auf der einen Seite einen Minimalvorschlag, einen Entwurf, den meine Fraktion noch lange vor der CDU zur Abstimmung im Plenum und zur Überweisung in den Innen- und Kommunalausschuss vorgelegt hat. Das stellte eine Lösung mit den wesentlichen Inhalten, die notwendig sind, dar. Wir haben vorgeschlagen, in § 33 des heutigen Polizeiaufgabengesetzes in lediglich zwei Absätzen, um diejenigen Inhalte zu ergänzen, die für die rechtliche Möglichkeit der Tonaufzeichnung von Bedeutung sind. Damit hat die AfD-Fraktion vorgeschlagen, die Befugnisse der Polizei nicht mehr als aus heutiger Sicht unbedingt notwendig zu erweitern. Auf der anderen Seite stand der Entwurf der Landesregierung, den Sie als CDU eingebracht haben, mit wenigen Änderungen wohlgemerkt. Der Ansatz der Landesregierung stellte die aus heutiger Sicht denkbare Maximallösung dar und geht damit vielleicht noch weit über das hinaus, was die Polizei tatsächlich benötigt. Wer sich die Vorschläge sachlich und objektiv ansieht, hätte also nur zu einer demokratischen Lösung kommen können. Beide Gesetzentwürfe werden in den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen. In diesem fachlich zuständigen Gremium werden beide diskutiert und anschließend aufgrund sachlicher Erwägungen das draus gemacht, was im Sinne der Sache nötig und geboten gewesen wäre. Aber okay, vielleicht, Herr Weix, sollten wir es in Zukunft immer so handhaben. Wir bringen einfach beide in den Gesetzentwurf ein und können damit wenigstens sicher sein, dass einer von beiden in den Ausschuss überwiesen wird und damit der Sache tatsächlich gedient ist, weil das sollte unser oberstes Ziel hier sein. Wie wir heute wissen, an sachlicher Politik waren nicht interessiert die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, in dem Falle leider muss ich auch die CDU mit erwähnen, die unseren Antrag abgelehnt hat, und auch die FDP. Diesen fünf Parteien war die Ablehnung der AfD und damit eine ideologisch motivierte Ablehnung ohne jeden Blick auf Sache und Inhalt wichtiger als die Polizei. Wichtiger als die Sicherheit von uns Polizisten auf der Straße, wichtiger als die Sicherheit der Menschen auf den Straßen und wichtiger als die Sicherheit auf den Straßen und im Freistaat Thüringen im Allgemeinen. Kollegen der Polizei innerhalb und außerhalb des Plenarsaals, denkt daran, wenn die nächste Wahl eines Thüringer Landtages ansteht. Das Mindeste, was ihr und alle Einwohner dieses schönen Freistaates erwarten können von einem gewählten Parlamentarier, ist eine an der Sache orientierte Lösung, ist eine an der Sache orientierte Arbeit im Landtag. Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und wie gesagt leider auch die CDU und die FDP haben genau das bei den Bodycams in der 38. Plenarsitzung verweigert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben trotzdem an dem Thema dran. Applaus